schönen Stubaital in Fulpmes. Genauer gesagt, ich bin im Gasthof Gröbenhof, hier am oberen Rande von Fulpmes, etwas außerhalb. Ja, es ist noch nicht Hauptsaison, die meisten Hotels sind zu. Ich bin gerade von Stubaital hier in einem Gasthof untergebracht. Der ist jetzt nicht ganz groß, aber eigentlich schön. Ich habe ein wunderschönes Zirbenzimmer. Es riecht ganz fantastisch gut. Schade, dass Riechvideo noch nicht erfunden ist. Hier also ein Twin-Bed-Zimmer, Zwei-Bed-Zimmer. Eins für mich bezogen, auf dem anderen liegt mein Koffer. Wir haben hier einen Flatscreen-Fernseher, eine kleine Sitzecke mit Steckdose, ganz wichtig heutzutage. Am Schrank auch eine Steckdose. Wir haben sogar einen elektrischen Safe, auch nicht unbedingt selbstverständlich für Gasthöfe. Dann haben wir hier ja, genügend Dügel. Zwar ein gewisses Sammelsurium, aber zumindest vertraut man hier, dass der Gast die Bügel nicht klaut. Ein Blick leider zur Straße raus, zu Bergen wäre jetzt fast schöner gewesen, aber egal. Und hier haben wir ein Telefon und auch Steckdosen. Gut, ja, das ist das Zimmer. Ein Kreuz an der Wand, wie sich's für Österreich, Bayern und so weiter gehört. Und dann haben wir hier das Badezimmer. Gut, ich war mit Sicherheit schon mal in etwas moderneren Badezimmern. Die Duschkabine ist jetzt auch wahrscheinlich aus der Zeit, wo das Haus gebaut wurde. Die Armaturen aber sind wohl eher neueren Datums. Na gut, ja, Föhn, Spiegel. Okay, hier könnte man vielleicht auch mal ein bisschen renovieren. Aber alles okay, alles da. Und ich finde, für einen Gasthof ist das völlig in Ordnung. Vor allem, ich mache mal einen Blick hier auf die Rack Rate, die hier an der Tür ist. Es kostet ab 40,50 Euro. Und Kinder bis 3 Jahre frei, von 4 bis 14 Jahren gibt es 50% Ermäßigung. Das ist ein faires Angebot. Und ja, damit lasse ich euch jetzt erstmal und bin die nächsten 3 Tage hier. Im schönen Stubaital. Ciao, servus.